Ein leuchtendes Herz. Zuerst nimmt man sie gar nicht wahr. Wie könnte Rot-Amblau etwas mitzuteilen haben? Sie ist im Grundgrau nicht einmal der Rede wert. Nur eine Funktion. Ein Verbot. Die Aussage ist eindeutig. Rot heisst stehen bleiben. Was macht man an einer roten Ampel? Man wartet, mustert sie ungeduldig aus dem Augenwinkel raus. Aber eines Tages. Warum gerade da an der Ecke Rue Gomine und Boulevard de Fille du Gavet, unmittelbar von der Steigung Richtung Oberkampf? Eines Tages schaut man nicht mehr nur beiläufig zur Ampel an, betrachtet sie vielmehr ganz bewusst. So ist das, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Die meiste Zeit treibt man irgendwie vor sich an, verloren zwischen unscharfen Gedanken und der Weiterfahrt auf der vertrauten Route. Aber ab und an braucht man eine Atempause. Da taucht etwas auf, das im unscheinbaren Augenblick gewissermaßen einen besonderen Wert gibt. Im Leben sollte man in einem Weg nicht nur einen bloßen Weg sehen. Im Grunde erwartet man von sich selber, wohl fast unbewusst, daraus etwas mehr zu machen. Hier und da eine Verbindung mit dem einzugehen, was da gerade zu sehen ist. Aber da, man ist sich nicht sofort sicher. Gerade in dem Moment, als man sich sagt, aber das ist doch kein gewöhnliches rotes Ampellicht, das ist doch ein Herz. Gerade in dem Moment wechselt die Ampel auf grün. Ab sofort wird man darauf achten. Beim zweiten Mal ist dann klar, es ist keine Einbildung. In der Rue Gomine, aber nicht nur dort. Jemand ist auf die Idee gekommen, über das obere rote Ampellicht eine herzförmige Schablone zu kleben. Wie macht er oder sie das? Und zu welcher Uhrzeit? Unter welcher körperlichen Anstrengung? Wie kommt man auf so etwas? Das wird man nicht erfahren. Aber es tut gut, ein warmes Gefühl. Die friedliche Revolte. Eine einsame, völlig anonyme Tat, mit der da jemand den Leuten einen harmlosen Streich spielt. Es ist so fantasievoll, so uneigennützig und tatsächlich kostenlos, das Stück Widerspenstigkeit, das geschenkte Lächeln. Es ist noch besser als Robin Hood. Während die einen sich fragen, wie sie ihr Kapital vermehren können, klettern andere auf Ampeln hoch.